funky ass bass line. Jo, was geht ab? Wir sind zurück bei Skyrim. Jetzt wissen wir wieder nicht. Ach doch, wir wissen doch, was wir machen wollten. Wir wollten nämlich zum Schrein von Talos. Und da ist. Da hatte ich schon mal einen Bug. Also, Bug in dem Sinne, ich habe den Questgeber getötet. Aber er lebt noch. Hier zumindest. Es tut mir leid, wenn ich euch in Markarts Probleme hineinziehe, aber nach diesem Angriff auf den Markt wird mir die Zeit knapp. Ihr kommt von außerhalb, ihr seht gefährlich aus, das wird genügen. Genügen? Wovon redet ihr da? Ihr wollt Antworten? Die will ich auch. Die will jeder hier in der Stadt. Ein Mann läuft auf dem Markt Amok. Jeder weiß, dass er ein Agent der Abgeschworenen ist. Die Wachen tun nichts. Nichts, außer die Schweinerei hinterher zu beseitigen. Ihr wollt, dass ich herausfinde, warum? Das geht schon seit Jahren so. Und ich habe nur Mord und Blut finden können. Ich brauche Hilfe. Bitte. Ihr findet heraus, warum diese Frau angegriffen wurde, wer hinter Weilen und den Abgeschworenen steckt. Und ich bezahle euch für alle Informationen, die ihr mir bringt. Okay, was wisst ihr über Margaret? Sie kommt nicht aus Markarth. Alles an ihr schrie förmlich Fremde. Besucher der Stadt übernachten für gewöhnlich im Gasthaus Silberblut. Wer war Weilen? Wo hat er gelebt? Er gehörte zu den Hüttenarbeitern. Ich habe auch einmal dort gearbeitet und Silberbarren gegossen. Ich habe nie viel über Weilen gewusst, nur, dass er wie alle anderen Arbeiter in der Wohnkaserne lebt. Okay, wer sind die Abgeschworenen? Das wissen wir, glaube ich, schon. Sie sind das, was von den alten Herrschern von Markarth noch übrig geblieben ist. Einwohner von Reach, Anhänger der alten Tradition. Die Nord haben sie aus der Stadt vertrieben. Ulfric Sturmmantel und seine Leute. Das war vor etwa 20 Jahren. Aber sie sind immer noch da. Und sie töten Leute. Habt ihr diese Mordfälle untersucht? Ja. Es begann, als ich noch ein Junge war. Meinem Vater gehörte eine der Minen. Das ist selten für einen Nicht-Nord. Er wurde getötet. Die Wächter sagten, es sei ein Verrückter gewesen, aber alle wussten, dass der Mörder einer der Abgeschworenen war. Seither versuche ich herauszufinden, warum. Bislang erfolglos. Und dann habe ich geheiratet. Jetzt ist unser erstes Kind unterwegs. Ich habe geschworen, dass ich um meines Kindes willen einfach aufgeben würde. Aber es ist, als würde mich der Geist meines Vaters heimsuchen. Als fragte er mich, warum? Ja, warum? Haltet Augen und Ohren offen. Das ist eine gute Frage. Dann werden wir mal uns als Detektiv einschalten. So, was haben wir da jetzt für Optionen? Finde, okay. Wir müssen auf die Umgebungskarte. Genau. Wohnkaserne oder Gasthaus Silberblut. Okay. Dann. Hier oder hier? Oder wo? Schauen wir einfach mal. Oh, so. Gasthaus Silberblut. Da schauen wir einfach mal rein. Notfalls können wir auch schleichen. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke okay. Und saubere Zimmer. Wollt ihr was zu trinken? Das ist anscheinend die Tresenschlampe sozusagen. Hat eine Frau namens Margaret hier gewohnt? Ah ja, sie hat unser schönstes Zimmer einen ganzen Monat lang gemietet. Wir sollten sie lieber alle vergessen. In Markarth bringt es Pech, über die Toten zu reden. Okay. Ich sollte erkläppere da. Im Gegensatz habt ihr den Schlüssel zu Margarets Zimmer? Natürlich. Aber ich kann ihn nicht einfach herausgeben. Privatsphäre. Ich werde es niemandem sagen. Ich würde das Zimmer gerne mieten. Gebt mir den Schlüssel sofort. Okay, da gehen wir, glaube ich, jetzt so ran. Nun, Margaret ist nicht da, um sich zu beschweren. Das gehört euch. Ja, Geld regiert die Welt. Lebt wohl. Ist aber leider immer so. Mein bösartiges Weib. So. Adept. Hallo. Hätte ich mir die 300 sparen können. Dann schauen wir uns mal um. Jemand wurde auf dem Markt angegriffen. Wisst
vielleicht den Beistelltisch? Ah, das Tagebuch. Und ich darf wieder lesen. Juhu! So, Margarets Tagebuch. Die haben alle dieselbe Schrift, das ist schon atemberaubend. So, jetzt warten wir kurz, bis die Hinweise weg sind. Ja. In der Schatzkammer findet heute ein Treffen statt. Hat lange genug gedauert. Diese Leute führen sich auf, als würde ihnen alles gehören. Tona Silberblut ist der jüngere Bruder, aber er ist offenbar derjenige, der das Sagen hat. Er macht die ganzen Geschäfte und schüchtert die örtlichen Landbesitzer ein, damit sie an ihn verkaufen. Er hat sogar dieses dünne Mädchen an der Tür angeheuert, um Störenfriede wie mich abzuschrecken. General Tullius wird langsam ungeduldig, aber ich werde die Besitzerurkunde der